gehört, Herr Lauterbach. Sie sind ja der weltweit führende Experte nicht nur für Epidemien, Pandemien, Dumidemien und Nullodemien, sondern auch für Impfungen, Bampfungen, Bedampfungen und Schnelltests. Nun sagen Sie uns doch mal, diese Schnelltests, in welchem Nasenabschnitt werden die denn abgenommen oder im Wesentlichen abgenommen? Im vorderen oder im oberen? Und wird uns dieser Test denn zur Verfügung stehen, nicht nur im Inland, sondern auch in Deutschland? Naja, diese Schnelltests kann man ja selbst durchführen. Sie werden im Wesentlichen im vorderen Nasenabschnitt selbst abgenommen. Es gibt auch Gurgel- und Spucktests, aber der Nasenabstrichtest ist der wichtigste und auch der beste und der wird also zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn man zum Beispiel in Schulen und in Betrieben den Menschen das beigebracht hat, wie man diese Tests durchführt und man macht die dann selbst, dann ist das schon eine Methode, die jeder lernen kann und die auch zuverlässig funktioniert, wie Studien im Inland, aber auch in Deutschland zum Beispiel durch die Charité durchgeführt gezeigt haben. Ja, aber es gibt doch da sicher auch eine Fehlerquote. Und zum Beispiel weiß man doch jetzt, zum Beispiel, wenn man ansteckend ist. Nehmen wir an, ich bin jetzt ansteckend. Da weiß ich doch gar nicht, ob ich mich überhaupt angesteckt habe. Also kann man denn mit diesen Schnelltests auch unterscheiden, ob ich jetzt nur ansteckend bin oder auch mich angesteckt habe und dann ansteckend werde, weil ich mich anstecke. Also so, ja, Es gibt eine Fehlerquote. Die Fehlerquote muss man minimieren. Hier muss man auf mehrere Dinge hinweisen. Das Wichtigste ist, diese Tests identifizieren nur, wer ansteckend ist, nicht ob man sich angesteckt hat. Das heißt, man kann tatsächlich... Man kann tatsächlich was? Corona nun haben oder weitergeben oder nur haben und nicht weitergeben oder weitergeben und nicht haben? Na, sagen Sie doch mal, Corona... Also Corona haben, aber man hatte es schon länger, somit ist man nicht mehr ansteckend oder man ist noch nicht ansteckend. Na gut. Ich habe also eine Inkubationszeit von 21 oder 5 oder 14 Tagen, da bin ich ansteckend, aber da habe ich Corona noch nicht. Und dann habe ich Corona, bin aber noch nicht ansteckend, also bin noch nicht ansteckend. Also erst bin ich ansteckend, dann habe ich's und dann bin ich wieder ansteckend. Ah ja, verstanden. Klar. Weiter. Und das muss man erklären. Also somit identifiziert der Test nur diejenigen, die jetzt im Moment gerade ansteckend sind. Aha. Also nicht mal die von letzter Woche, oder wie? Zum Zweiten, man muss klar darauf hinweisen, das Ergebnis ist immer nur für wenige Stunden zuverlässig. Also am nächsten Tag kann die Situation schon eine andere sein und man muss wirklich den Menschen beibringen, wie man sie macht. Ja nun, und was ist mit dem Risiko? Es gibt da doch ein Risiko in Zahlen. Was sagen Sie denn dazu? Zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Eltern anstecke. Das Risiko ist dann tatsächlich gering. Also wenn Sie den Test gut durchgeführt haben und also Sie hatten vorher meinetwegen eine Wahrscheinlichkeit, infiziert zu sein, von 10%. Moment mal, wieso 10? Wieso nicht 93? Ach so, verstehe schon, was gerade passt. Sie führen dann den Test durch, der Test ist negativ, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dann also sozusagen Ihre Eltern noch ansteckend, weit unter 1%. Also 99% Sicherheit haben Sie, dass Sie Ihre Eltern nicht ansteckend. Das ist schon mal eine massive Sicherheit. Jetzt bin ich überzeugt, das ist wirklich massiv. Von 10 auf 93, ja. Das nehme ich dann mal so, weil Sie das sagen. Da hoffe ich dann nur mal, dass diese Initiative nicht so viel kostet. Die Initiative wird einiges kosten. Also ich habe mich auch selbst klar dazu geäußert, dass eine solche Investition sinnvoll ist. Das soll sinnvoll sein? Viel investieren für eigentlich fast nichts, 1%? Das ist ja sehr sinnvoll investiertes Geld. Sie müssen überlegen, die Tests, die kosten vielleicht ein Zehntel eines PCR-Tests und der PCR-Test ist zwar genauer, aber er ist nicht wesentlich besser die zu identifizieren, die ansteckend sind. Und hier haben Sie das Ergebnis sofort. Somit Sie können für die Kosten eines PCR-Tests, den Sie dann also viel später im Ergebnis haben, können Sie 10 oder mehr dieser Tests durchführen. Naja, aber wenn der eine Test schon nichts taugt und nichts sagt und nichts bringt, dann brauche ich doch nicht 10 von einem anderen. Also ich könnte jetzt schon hergehen und sagen, na ja, dann mache ich halt 10 Tests. Statt einem bin ich 7-mal positiv, 3-mal negativ oder 5-mal positiv, 4-mal negativ und irgendwas dazwischen. Und dann teste ich und 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 werde einfach nicht krank. Aber mal ganz ehrlich, für so eine Scheiße zahlt doch kein Finanzminister der Welt auch nur einen Cent. Das glaube ich nicht. Also mir ist bekannt, dass das Finanzministerium dort ebenfalls investieren wird und auch also Olaf Scholz. Ach du Scheiße, das habe ich ja ganz vergessen, dass der das ist.
Na, also Scholz, alter Verräter der Arbeiterklasse. Setzt sich stark dafür ein, dass wir zusätzliche Testkapazitäten noch einkaufen, auch mit Mitteln des Bundes. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.